Mit diesen modernen Rhythmen begeisterte das Jugendorchester nicht nur die Jury des Jugendkulturpreises, sondern auch zahlreiche Fans. Unter der Leitung von Carina Helbig gaben die 43 Musiker ihr preisgekröntes Programm in einem zusätzlichen Konzert noch einmal zum Besten. Der 22-jährigen Lehramtsstudentin ist auch die Idee für dieses Projekt zu verdanken. Ich habe im letzten Jahr die Ausschreibung für den Jugendkulturpreis gelesen und da stand eben, dass eine Voraussetzung für dieses Projekt ist, dass ich das öffentlich in der Gemeinde ausschreiben soll. Also das heißt, es müssen alle jungen Leute der Gemeinde Sulzheim die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Ja, und dann habe ich eben die Musikvereine Alitheim und Sulzheim gefragt, ob sie nicht junge Musiker haben, die Lust haben, bei uns mitzumachen. Und tatsächlich, es sind ganz viele gekommen. Unter dem Motto Film ab haben die Musiker einige Leckerbissen zusammengetragen. Alle Stücke, die wir bei dem Konzert spielen, sind Filmmusikstücke. Also zum Beispiel Herr der Ringe haben wir ein paar Ausschnitte aus dem Film, dann Harry Potter oder was noch, Fluch der Karibik, genau, also aus vielen bekannten Filmen, ebenso die Filmmelodien. Ja, und außerdem hat einer von den Kids eine Beamer-Präsentation noch erstellt, die im Hintergrund so mitläuft. Das sind immer Ausschnitte aus den Filmen und eben Bilder davon zu sehen. Ja, und dann haben wir in das Projekt noch einbezogen ein paar kleine Kinder aus der Gemeinde, die sind so 5, 6 Jahre alt ungefähr und die tanzen zu manchen Stücken und die sind dann immer entsprechend verkleidet, zum Beispiel als Hobbits oder als Indianer bei Pocahontas bei dem Film. Wichtig war Carina Helbig bei diesem Projekt vor allem die Mitarbeit der Jugendlichen. Jeder durfte sich mit einbringen. Es wurden Gruppen gebildet, die jeweils eine Aufgabe hatten. Das fanden auch die Jugendlichen klasse. Am besten fand ich, dass wir viel mitarbeiten durften bei den Projekten. Zum Beispiel die einzelnen Gruppen, die wir gehabt haben. Und letztendlich, dass wir dann die Trophäe in der Hand gehabt haben. Ich war in der Projektgruppe Moderation. Wir haben halt die Texte für die Vorträge geschrieben. Ich war in der Gruppe Show und da haben wir mit so verschiedenen kleinen Kindern die Tänze für die verschiedenen Stücke einstudiert. Und ja, da haben wir uns an verschiedenen Samstagen getroffen und haben es uns ausgedacht und dann mit denen geübt und jetzt klappt es ja. Also ich würde schon gerne noch ein paar Projekte machen, weil es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben jetzt wieder eins geplant, nächstes Jahr so ein Kindermusical. Und da freue ich mich jetzt auch schon voll drauf. Und ja, ich denke, das wird gut werden. Für das Musical gibt es zwar noch keine konkreten Pläne, fest steht aber, dass wir uns auf weitere Projekte dieses jungen Orchesters freuen dürfen.